Ernst Dokopil, ganz kurz zu den Aufstellungen. Wie haben Sie heute aufgestellt? Ja, unsere Aufstellung ergibt sich eigentlich wie von selbst. Es ist so, dass wir nicht so viele Spieler zur Verfügung haben in diesem Spiel, aber alle Spieler, die schon Europacup erfahren sind. Wir spielen mit Hedl im Tor, Jerkan als Libero, wir spielen mit den Innenverteidigern Schöttler, Deitschik, dann mit Prosenik, Zinger, Wagner, Freund und Wimmer und die zwei Stuhlspitzen Stumpf und Ippola. Das heißt, ohne Marek Benkser wird er wieder als Joker zum Einsatz kommen, aller Voraussicht nach, oder? Aller Voraussicht nach, ja, und ich hoffe, so gut wie er sonst immer als Joker spielt. Bei den Gegnern sitzt ein Superstar wie Signore auf der Bank, ein anderer Superstar ist gar nicht mitgekommen, nämlich Boksic. Ich glaube, das fällt aber bei so einer starken Mannschaft gar nicht so ins Gewicht, oder? Ja, das ist so, dass die wirklich für jede Position einen Spieler haben, der den hundertprozentig ersetzen kann. Und so gesehen, Signore hat eigentlich in den letzten Spielen schon nicht gespielt und wir haben gar nicht mit ihm gerechnet. Haben Sie irgendwelche Schwächen entdeckt bei Lazio Rom? Sie haben die Mannschaft ja sicher studiert. Ja, Schwächen ist gut, aber natürlich haben sie Schwächen, denn das hat man schon gegen Napoli gesehen oder auch im letzten Spiel in der Meisterschaft. Und Piacenza, die Letzter und Vorletzter sind. Und beide Spiele haben sie nicht gewonnen. Und auf das schöpfen wir unsere Hoffnung an fürs heutige Spiel. Wie wird Rapid taktisch beginnen? Können uns da so ein bisschen was verraten? Ja, es ist schon so, dass wir das Spiel aus der Defensive kontrollieren wollen. Wir wollen einfach kein Tor bekommen und vorsichtig offensiv spielen. Natürlich ist es so, man muss sich immer nach den Gegner richten und werden wir sehen, wie stark der Gegner ist. Wenn es möglich ist, werden wir angreifen. Ganz kurz, Wunschresultat? Ja, Wunschresultat wäre ein 6:0, aber das wird es nicht spielen. Also realistisch, mein Wunsch wäre ein Sieg. Ja, wir stehen bei Lars-Göran Eriksson, Trainer von Lazio Rom. Und wir werden ihn fragen, welche Lazio-Mannschaft wir sehen werden, eine vorsichtig beginnende, eine Offensive. Mister, che squadra di Lazio si vedrà? Una squadra che comincia un po' prudentemente o che cercherà piena di gioia, piena di volontà di giocare, di attaccare? No, tentiamo di attaccare, tentiamo di giocare come si deve fare. E mi auguro che non abbiamo paura, che abbiamo il coraggio di attaccare. Er sagt, wir werden keine vorsichtige Lazio-Mannschaft sehen. Er hofft, dass seine Mannschaft sich traut, den Mut aufbringt, hier anzugreifen, was auf dem Stil der Mannschaft besser liegt. Manca Piero Negro nella formazione. Ci poteva dire il perché? Es fehlt Negro in der Aufstellung. Warum? Ma noi abbiamo tanti difensori. Negro sta giocando bene, però ho scelto Pancaro oggi. Anche Pancaro è in grande forma. Auch wenn er in guter Form ist, sagt Lars-Göran Eriksen, sitzt er auf der Bank, starke Bank, das ist immer wichtig in einem solchen Spiel. Grazie mille in Bocca al Lupo. Wir danken Lars-Göran Eriksen und zurück zum Christian. Ja, hier im Stadion wird es immer lauter von Minute zu Minute. Noch dauert es eine knappe Viertelstunde, bis es losgeht, bis der portugiesische Schiedsrichter Pereira anpfeifen wird. 35.000 Zuschauer ungefähr werden heute erwartet. Und unter den Zuschauern auch Markus Bürk. Leider, gell? Zuschauen ist was Furchtbares im Fußball, oder? Ja, bei so einem Match und bei dem Publikum, was jetzt da ist, ist natürlich ein Traum zum Fußballspielen. Und ich hoffe, das Publikum übertragt die ganze Euphorie auf unsere Mannschaft und dass wir es doch vielleicht das Unmögliche möglich machen. Ganz bitter ist natürlich, wenn solche Umstände wie bei Ihnen eingetreten sind, weil der Ausschluss gegen 1860 München war ja mehr als fraglich. Ja, gut, UEFA hat so entschieden. Ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben. Ich kann leider nichts dazu sagen, ich muss akzeptieren. Leider sind es zwei Spiele, wenn es drei gewesen wäre, hätten wir keinen Einspruch machen, aber es sind leider zwei geworden und man kann jetzt leider nicht so nicht hoffen, dass die Mannschaft jetzt das macht, dass ich bei der nächsten Runde dabei bin. Ein bisschen mit den Kollegen geplaudert, Stimmung eingefangen? Ja, na gut, wir haben heute Vormittag trainiert und die Stimmung ist sehr gut. Jeder hat seine Aufgabe bekommen und ich hoffe jetzt, dass das, was der Trainer gesagt hat, dass sie das Spiel verzeihen. Danke, Markus Bürk. Und Sie sind sicherlich auch schon ein bisschen nervös, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt, wie das ist und jetzt werden wir schauen, jetzt werden wir aufhören, die Mannschaft. Gut, tun wir gemeinsam Daumen drücken. Danke, Markus Bürk. Und einen anderen Spieler, der heute zuschauen muss, den hat jetzt Andreas Fehlbar vor dem Mikrofon. Hier bei mir steht der Andreas Herer. Anita, Herr Bürk ist schon ziemlich nervös. Wie nervös sind Sie eigentlich? Nein, ich bin eigentlich nicht so nervös. Meine Verletzungspause ist schon so lang, da habe ich mich schon daran gewöhnt, draußen zu stehen. Wenn ich spielen würde, wäre es um einiges schlimmer, aber so ist es für mich persönlich nicht so schlimm. Aber ich hoffe auch, dass für die Mannschaft nicht so schlimm ist, dass sie eine gute Leistung bringt. Sie sind ein exzellenter Kenner der internationalen Fußballszene. Lazio Rom, was für eine Mannschaft ist das? Wie gut kennen Sie Lazio Rom? Ja gut, ich
ich bekomme sehr viel mit, weil ich mich sehr dafür interessiere. Und speziell Lazio ist eine sehr gute Mannschaft in der Offensive. Und ich hoffe, dass wir das heute nicht zu spüren bekommen. Im Gegensatz natürlich sind sie durch ihre Offensivkraft ein bisschen hinten anfällig. Und wenn wir das ausnützen können, ist heute einiges drinnen. Stichwort Sammy Ibur, wird er sich heute zusammenreißen oder kann es wieder passieren, dass er rot sieht? Nein, ich habe keine Sorge, dass er rot sieht, denn wir haben ihm gesagt, dass er aufpassen muss und ich glaube, er will sich heute ins Zeug legen, er will zeigen, was er kann, speziell gegen eine italienische Mannschaft. Er weiß, es sind viele Beobachter da aus dem italienischen Raum und da möchte er sich empfehlen, denn sein großes Ziel ist, wieder einmal im Süden zu spielen, in Italien oder Spanien und heute hat er die Möglichkeit, sich zu zeigen. Danke an die Herren von zurück zu Christian Leber. Ja, und ich habe bei mir jenen Rapid-Fan, der heute wahrscheinlich die längste Anreise hier gehabt hat. Von wo kommen Sie? Aus Leipzig. Wie kommt das, Leipzig-Rapid-Fan? Ja, ich bin seit 1985 Rapid-Fan. War inzwischen 40 Mal hier in Wien. Jedes Rapid-Spiel ist auch für mich ein Auswärtsspiel. Ich komme jedes Mal, Sie hören ja diese Stimmung hier, gerne wieder zu Rapid, um Rapid zu unterstützen. Und hoffe auch heute auf ein 1 oder 2 zu 0. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was ist denn eigentlich, wenn jetzt Rapid gegen eine deutsche Mannschaft spielt? Ja, da bin ich natürlich auch für Rapid. Rapid ist mein Leben. Ja, ich begrüße Sie auch recht herzlich hier aus der Kommentatorkabine. Das ist gleich neben der Ehrentribüne, die sich schön langsam füllt. Die große Frage ist, wie kann Rapid die Dimensionen bewältigen, die zwischen den beiden Clubs liegen? Vergleichen wir nur einmal das Budget. 85 Millionen Schilling Rapid. Und Lazio soll ein Budget haben, das mehr als 10-mal so groß ist. Aber vielleicht gelingt es dem David Rapid doch, dem Goliath Lazio, eine aufs Auge zu hauen, möchte ich einmal sagen. Und wir können gleich einmal zu den taktischen Vorbereitungen der beiden Trainer gehen. Das heißt, zur Aufstellung, während hier schon die ersten Schlachtgesänge auf den Rängen von den Rapid-Fans ertönen. Schauen wir uns einmal also noch einmal die Mannschaft von Rapid an, auch mit der Ersatzbank. Denn da sitzen vier ganz, ganz junge Spieler vom Amateurclub Red Star. Im Tor also Hedel, der schon mit Brünn und auch 1860 Europacup-Erfahrung gesammelt hat. Jakan, der routinierte kroatische Libero. Schöttl und Radajcik Manteker, denn Sie wissen ja, Hieden ist gesperrt. Dann Prosenik, Zinker mit einem defensiven Part im Mittelfeld, genauso wie Oliver Freund. Wimmer anstelle von Bürg auf der linken Seite. Er hat sich ja hervorragend gegen 1860-Star Harald Czerny geschlagen. Michael Wagner soll ein bisschen Impulse im Spiel bringen und Ipua und Stumpf die Sturmspitzen, die für Tore sorgen sollen. Wunderbare Stimmung, das Wetter ist zum Fußballspielen gar nicht so schlecht. Es ist zwar ein bisschen zum Frösteln, wenn man steht, aber zum Kicken würde ich sagen, ganz hervorragend geeignet. Jetzt zu Lazio Rom. Macchiciani, der Veteran, der Duke, der elegante Torhüter mit der Nummer 1. Dann Pancaro, Nesta, Lopez und Bavalli. In der Viererabwehrreihe Fuser, Almeida, Marcolin, Nedved. Und die Sturmspitzen, die beiden Stars, Casiraghi, der ja die Italiener mit dem 1:0 über Russland zur WM geschossen hat. Und der Veteran der Mannschaft, der große Star, das ist Mancini, Roberto Mancini, schon 32 Jahre alt. Der Mann, der auch von Sampdoria gekommen ist, genauso wie der Coach von Lazio Rom, nämlich Sven-Göran Eriksson. Blau-Weiß könnte ein gutes Omen sein gegen 1860, die auch blau-weißes Clubfarben ist man weitergekommen. Vielleicht gelingt die Sensation auch heute und deshalb noch einmal Daumen drücken. Lazio ist vielleicht nicht mit so vielen Titeln ausgestattet wie Rapid. Man war nur einmal Meister 1974, damals noch mit Ginaglia, der später dann mit Pelé und Beckenbauer in New York gespielt hat. Man war einmal Cupsieger 1958. Dann ist man abgestiegen, Herbert Prohaska hat es ja schon angesprochen, Wettskandal, Spielerskandal in Italien, man musste hinunter, ist dann wieder aufgestiegen nach 8 Jahren, 2. Division 1988 und seitdem hat die Mannschaft zu einem Höhenflug angesetzt. Und jetzt zur Mannschaft von Rapid, die Sie hier sehen, Jakan, Radajcik, Michi Wagner, Samuel Ibua, Oliver Freund, der statt Martin Braun in die Mannschaft gekommen ist. Und Christian Prosenik, der noch ein Hühnchen mit Casiraghi zu rupfen hat, denn 1994 hat die Wiener Austria 0:4 verloren. Hier die ersten beiden Tore hat Casiraghi geschossen. Jetzt haben wir die Kapitäne. Peter Schöttler ist im Gespräch mit Pereira, auf der anderen Seite Kapitän mit der Nummer 5,
Das ist Giuseppe Favalli, der an der linken Seite der Viererkette spielen wird. Ein 25-jähriger, sehr attraktiver Verteidiger, sehr konsequent, der von Cremonese 1992 zu Lazio Rom gestoßen ist. Er hat im UEFA Cup hervorragend gespielt. Und wir werden sehen, was die Taktik von Trainer Tocopin bringt. Die Manndecker werden ihre Gegner, also Casiraghi und Mancini, im Raum übergeben. Das gleiche gilt im Mittelfeld, wobei aber im Mittelfeld die Mittelfeldspieler von Rapid ganz bestimmte Aufgaben zugeteilt bekommen haben. Ernst Tocopin wollte es nicht ganz verraten, aber ich glaube, wir werden es im Verlauf des Spieles sehen, wer da auf wen angesetzt ist. Die Impulse bei den Italienern können also vor allem von den Sturmspitzen ausgehen. Auch Alessandro, der 21-jährige Innenverteidiger, gefürchteter Weitschütze. Also da wird man aufpassen müssen. So, Spiel hat begonnen. Ibua, erste Ballberührung. Out, und zwar für Rapid. Den Ball wollte sich Diego Fuser holen. Wir können im Lauf dieser ersten Hälfte versuchen, die Lazio-Spieler etwas näher zu bringen. Ein Star-Ensemble, 11 Teamspieler aus verschiedenen Nationen sind hier sozusagen am Start. Aus Italien, Argentinien, Tschechien, Kroatien, Jugoslawien und aus Australien. Aber der Australier Ocon ist genauso wie Boxic wegen einer Krankheit nicht mitbekommen. Zingler, Freund, links bietet sich Wimmer an. Vorteil, wieder Zingler, Torschütze in München. Und mit der Nummer 9, erste Ballberührung, das war Pierluigi Casiraghi. Der stärkste Stürmer wahrscheinlich von Lazio Rom. Möglich, dass sich Mancini, der ja schon doch ein älterer Spieler ist mit 32, etwas zurückfallen lassen wird. Das könnte für die Manndecker von Rapid schwierig werden. Rückpass jetzt von Dario Marloin. Ipua. Sie sehen schon, die Italiener versuchen gleich zu attackieren bei Ballannahme. Schöttl. Jarkan. Auf der rechten Seite Prosenik. Gegen Favalli, den Kapitän. Achtung auch auf die Nummer 18, das ist Pavel Nedved, der tschechische Teamspieler. Er ist der erfolgreichste Torschütze der Italiener in der Meisterschaft mit 5 Treffern, das sagt einiges. Und er spielt links an der Seite im Mittelfeld gegen Prosenik. Ibua jetzt! Aber abgeblockt von Giuseppe Pancaro, der statt Negro hier in der Innenverteidigung spielt. Dann haben wir Nedved. Er hat ganz hervorragend gespielt, hat auch einen wunderschönen Pass jetzt auf die Nummer 9, Pierluigi Casiraghi gemacht. Da hat die Rapid-Abwehr nicht aufgepasst und sie kann sich jetzt bei Raimund Hedel bedanken, der hat diese hundertprozentige Chance von Casiraghi hier zunichte macht. Hier sehen wir es, Fußabwehr, bravo Raimund. Ah, Schock jetzt in der vierten Minute für Rapid. Ein frühes Tor würde die Italiener nur noch stärker machen. Ihre Spieltaktik auch positiv beeinflussen. Wenn die einmal ein Tor geschossen haben, dann ist es schwer, ihnen eins zu machen. Aber das wissen sie. Bravo Hedel noch. Stumpf. Ibua, jetzt ist ein bisschen Platz. Rechts auf der Seite, jetzt könnte Ibua gehen. Ibua, abgeblockt und abgewehrt. Zwei tolle Torszenen.
beginnen in den Anfangsminuten. Luka Matkecani vor Ipur. Offensives Match jetzt, Fehler von Schöttl. Mancini, Schupferl auf Kasirage, Gott sei Dank einmal zu weit. Einwurf für Rapid. Jetzt haben wir Glück gehabt aus österreichischer Sicht. Kasiragi konnte diese Chance nicht nützen. Taktisches Foul jetzt im Mittelfeld von Pancaro. Michi Wagner. Ein bisschen zu hoch für den Christian Prosenik. Was soll man mit so einem Ball anfangen? Scheint sein Kopfschütteln zu bedeuten. Ein bisschen Konzentration wäre jetzt wichtig in den Anfangsminuten. Christian Prosenik leicht verkühlt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu kalt für ihn und er kriegt Luft. Das ist das Schwierige dabei. Blind weggeköpfelt, jetzt Singler auf den Rücken von Mancini, der hat zum Glück auch nicht aufgepasst. Mancini. Er ist der verlängerte Arm vom Trainer Sven-Göran Eriksson auf dem Spielfeld. Die Abwehr hier von Jerkan und Freistoß für Rapid. Schiedsrichter Pereira hier eingeschritten. Da haben wir Kasiragi, 28 Jahre alt. Er war in der Jugendmannschaft von Juve. Er hat auch dort den klassischen Mittelstürmer gespielt. Die Fußballfans werden sich vielleicht noch daran erinnern. Bis 1989 dort gewesen und dann übersiedelt. Ratajczyk. Wimmer. Er wird also auf der rechten Seite mit Pancaro zu tun bekommen. Ein Routinier gegen einen Jungen. Wimmer ja erst 20 Jahre. Prosenik. Italiener attackieren in der eigenen Hälfte sofort. Zingler. Und abgeblockt schon. Die Italiener bis jetzt sehr ballsicher. Wieder Zingler. Prosenik. Stumpf. Es ist schwer, jemanden zu finden, der völlig frei anzuspielen ist. Rapid muss natürlich auch trachten, den Ball so lange als möglich im Besitz zu haben. Marcolin war das mit der Nummer 4, jetzt wieder am Ball. Und Foul von Christian Stumpf. Pardon, es war Zingler. Hier noch einmal, auch auf Seiten Rapids, ist ganz klar, dieser Phase taktisches Foul im Mittelfeld. Sie werden es ja schon erkannt haben. Lazio im 4-4-2-System mit einer klassischen Viererkette, eben mit Pancaro, dann mit Nesta, mit Marcolin und Favalli in dieser Viererkette. Nedved geht vorbei, nein, nicht an Schüttel, doch! Nedved, offside war das! Wieder eine Riesenmöglichkeit für die Italiener.
und Hede. Fallrückzieher von Diego Fusser. Meiner Ansicht nach gute 3 Meter offside und der Linienrichterassistent hier nicht eingeschritten. 2 Riesenmöglichkeiten, aber insgesamt jetzt von den Italienern vergeben. Hier noch einmal der Fallrückzieher. Aber schon Proseni. Und wieder Marchegiani, 31 Jahre alt. Zuletzt hat er beim 0:0 in Piacenza einen Elfmeter von Tramezzani gehalten. Also die Mannschaft von Lazio verdankt ihm da einen wertvollen Punkt. Wimmer. Ja, das müsste Geld geben. Foul von hinten. Matas Almeida. Auch einer der prominenten Legionäre aus Argentinien. 24 Jahre alt. River Plate, Sevilla und dann Lazio. Jetzt Freistoß von Michi Wapp. Da war einige Verwirrung jetzt in der italienischen Abwehr. Jarkan war mit vorne, der wäre fast an den Ball gekommen. Naja, Jarkan geht da auf Nummer sicher. Weiter auf Ipua, Hedl. Fehler war das von Fusser. Freund. Stumpf. Links wäre Wimmer frei. Sehr starker Mann, die Italiener, das hat man jetzt hier gesehen. Wieder einmal Diego Fusser. Sicherer Rückhalt bis jetzt im Mittelfeld, der Mann mit der Nummer 14. Da haben wir Jugovic, auch den kennen Sie gut noch von Roter Stern, war in einem Europacup-Finale damals und auch mit Juventus in einem Europacup-Finale. Casiraghi bekommt den Ball nicht. Bleibt bei Lazio. Ratajczyk. Ja, da war der kleine Gerd Wimmer überrascht, dass er plötzlich den Ball bekommen hat. Man sieht aber hier, dass die Italiener nahtlos alle Stars ersetzen können. Den Negro, Chamo der Argentinier, Signori auf der Bank, Jugovic und Boksic nicht dabei. Also das ist eine halbe Nationalmannschaft. Da haben wir Sven-Göran Eriksson. Mancini. Ganz gefährlich. Und Schütte. Ja, immer wenn Rapid ein bisschen auf Offside spielt, dann sind die antrittsschnellen Sturmspitzen von Lazio Rom auf einmal weg. Der eine Linienrichter da rechts passt auch nicht auf, aber das war eine korrekte Entscheidung. Eckball. Zweiter für Lazio. Fusser. Ja. Gut angeschnittene Flanke. Da geht Marcolin mit. Und Abstoß. Naja, zweimal hat Rapid Glück gehabt. Das muss man sagen. Eckball doch. Jetzt der dritte für die Italiener. Gewurdelt da im Rapid-Strafraum. Wieder eine gefährliche Standardsituation.
Ja, da dürfte es eine Rempelerei gegeben haben vor Torhüter Hedel und Freistoß. Keine Widerrede. Malo Pereira, ein Postingenieur aus Lissabon. Jetzt macht sich der 12. Mann bemerkbar, Sie hören es. Wieder offside, wieder hätte der Linienrichter nichts gegeben. Fehlpass. Die Sturmspitzen haben ein bisschen viel Platz von Lazio. Die können jeden Ball annehmen. Muss Rapid aufpassen. Foul an Oliver Freund. Und gleich abgespielt. Wimmer. Freie Bahn. Vorne Ibua und Stumpf. Rechts außen wäre Prosenik frei. Guter Pass auf Wagner. Er wollte hier schießen. Vielleicht wäre in der Situation ein Pass besser gewesen, aber der Spieler, Sie wissen das, der muss in Hundertstelsekunden entscheiden. Auf alle Fälle gute Aktion von Rapid. Eckball. Erster. Daran sieht man schon die Stärke von Lazio. Es steht in diesem Eckballverhältnis 3:1 für die Italiener. Von links mit rechts Prosenik. Beide Mannschaften hätten schon Tore schießen können. Und Christian Stumpf nach diesem guten Eckball von Prosenik trifft nur die Latte. Und Millimeter, der Ball war schon an der Innenseite, schauen wir noch einmal. Stumpf. Und hüpft raus. Pech, Pech. Schade, das wäre ein Auftakt gewesen. Wir hätten die Italiener ein bisschen aufmachen müssen. Denn auch sie müssen trachten, ein wichtiges Auswärtstor zu schießen. Dass sie das wollen, haben sie vom Anpfiff an gezeigt. Hier noch einmal. Eine ganz hervorragende erste Viertelstunde. Fußballfans kommen auf ihre Rechnung. Torszenen auf beiden Seiten. Blockt hier Nedved. Weiter, kein Foul an Stumpf. Stockfehler von Thomas Zinkler. Schon ist Nedved da. Prosenik. Er kann. Und im Verein zwei Italiener. Almeida, zu weit. Schauen wir uns diesen Lattenpendler noch einmal an. Stumpf, haut Wolle drauf. Und schon wieder Michael Wagner. Zweiter Eckball. Jetzt einige Löcher in der Viererkette von Lazio. Rapid hat er 7-mal im Europacup gegen italienische Mannschaften gespielt. Nie hat sich die Mannschaft qualifizieren können. Ein drittes Spiel gegen Milan in den 50er Jahren. Eine Verlängerung gegen Inter im letzten Aufeinandertreffen mit einem italienischen Club. Das sind die größten Erfolge unter Anführungszeichen. Aber heute wollen wir nicht nach der Statistik gehen. Rapid bis jetzt sehr offensiv, sehr kontrolliert, mit einigem Glück in der Anfangsphase. Wagner gegen Fuser. Auch bei den Italienern, die ja die Wiener beobachtet haben, strikte Aufgaben im Mittelfeld, also Fuser meist gegen Wagner. Marchegiani, der ja als Michael Konsul nach Rom kam, nicht sehr gut vom ehemaligen Rapid-Torhüter gesprochen hat. Jetzt hat er die Klasse von Konsul anerkennen müssen.
Radetzky. Jetzt hat sich Ipua hier freigelaufen. Abgeblockt hier von Pankaro. Und wieder Eckball für Rapid, auch jetzt hier ausgeglichen 3:3. Jetzt hat er ein paar Sorgenfalten bekommen, Herr Eriksson. Radajcik, Makecan. Naja, bei Kornern Rapid gefährlich. Da zeigt die Abwehr von Lazio einige Schwächen. Vielleicht war das die Schwäche, die Dokopil in unserem Interview vor dem Spiel angesprochen hat. Nedved. Arkolin. Schönes Schubferl. Und Foul von Favalli, dem Kapitän. Schöne Zeitlupeneinstellung für den Gefaulten, weniger schön. Ja, zu der Favalli zählt zu jenen italienischen Abwehrspielen, die überall gefürchtet sind. Beinhartes Tackling, weder Schonung von sich selbst, geschweige denn vom Gegner. Wagner. Schüttel. Guter Pass jetzt auf Prosenik. Entschuldige, war der Michi Wagner. Hat mich verschaut. Wieder dieses blitzartige Lösen und das Ermöglichen eines weiten Passes auf die Sturmspitzen, aber jetzt hat sich Erkan hier durchgesetzt. Radajcik. Jetzt steht die Rapid-Abwehr sicherer. Wagner. Prosenik kann seine Schnelligkeit hier vielleicht ausspielen. Ja, nicht alle Flanken kommen in diesen letzten 4 Minuten, einmal von Wagner, jetzt von Prosenik, schade. Aber man sieht, die Mannschaft kämpft, die Mannschaft will und sie spielt bis jetzt auch recht gut. Vor allem setzt Dokopil ja auf das Kollektiv von Rapid, nachdem einer der Spielmacher wie Peter Stöger weg ist. Wieder blitzartiger Vorstoß von Nedved. Weiter Pass, wieder kann die Rapid-Abwehr nicht ganz konzentriert hier an die Arbeit gehen. Da lösen sich die Italiener wirklich vorbildlich. Und im letzten Moment gerettet hier. Vierter Eckball. Schöner Haken jetzt. Guter Durchbruch hier von Diego Fuser. Großer Druck jetzt von Lazio. Fünfter Eckball. Nedved. Ja, gefährlicher Schuss, war auch ein bisschen abgefälscht, glaube ich. Der tschechische Nationalspieler ist einer der wertvollsten, wie gesagt, in den Reihen von Lazio Rom. 25 Jahre alt, über Dukla und Sparta Prag
nach Italien gekommen. Vor allem aufgefallen auch in den EM-Spielen, im EM-Finale der Europameisterschaft in England. Und vor allem auch beim Spiel gegen Italien, wo er sogar ein Tor erzielt hat, beim 2:1. Da haben wir ihn. Aber auch ein Nitwit kann einen Fehlpass machen, es beruhigt ein bisschen. Marek Benkser und daneben haben sie die junge Riege auf der Ersatzbank von Rapid. Da sitzen wieder vier Spieler vom Amateurclub von Red Star, nämlich Pritzer, Pfeiffer, Hirsch und Breitenfelder. Von den Routinierten, die Dokupil einsetzen kann, Koch als Ersatztorhüter, Marek Benkser und Theo Grüner. Wieder ein Fehlpass bei den Italienern. Ipua, der müsste natürlich anzahlen, möchte ich sagen. Er will ja auffallen. Wieder zurück vielleicht nach Italien zum AC Torino oder zu einem französischen Club. Freund, abgerissener Schuss. Da hat er Sinové dann auch dabei, glaube ich. Vielleicht hat er ein bisschen in die Erde gehauen. Hier noch einmal. Ja. Aber schießen ist ein gutes Rezept. Da liegt Ratajczyk auf dem Boden, darum hat Jakan den Ball auch wegbefördert. Ich bin neugierig, ob die Italiener den Ball zurückgeben. Es hat nicht so ausgesehen, als wäre es Absicht. Es hat ausgesehen, wie wenn der Jakan einen Fehler machen würde beim Abspielen. Die Italiener spielen auch weiter. Mancini. Weg mit dem Ball, wie immer. Freund. Sehr ballsicher, der Deutsche. Fuser. Und Freund. Guter Pass auf Prosenik. Jetzt wäre was drinnen. Schade. Er hat müssen schnell abspielen. Wurde attackiert, der Christian Prosenik. Und wieder mit der Nummer 14. Diego Fuser, 28 Jahre alt, von Torino kommen, hat auch ein Jahr bei Milan gespielt. Gestört im richtigen Moment Kassiragi von Jakan. Hier noch einmal. Da haut er zum Glück daneben. Sie sehen es eingeblendet, knapp eine halbe Stunde gespielt. 0:0 im Spiel zwischen Rapid Wien und Lazio Rom im ersten Achtelfinalspiel. Die Italiener mit zwei dicken Chancen zu Beginn dieses Matches. Rapid mit einem Lattenpendler von Christian Stumpf. Ja, das können die Italiener. Hervorragend gespielt von Alessandro Nesta, dem 21-jährigen Teamneuling in der Squadra Azzurra. Hier haben wir ihn. Ein Eigenbauspieler. Da Foul. Ipua setzt hier nach. Das Anfangstempo hat jetzt etwas nachgelassen. Ratajczyk. Freund. Wimmer. Ratajczyk, rechts wäre Wimmer frei, nämlich haben wir da Thomas Zinger. Er hat Prosenik da abgesichert, der vor ihm steht. Nedved. Foul von Zinger. Das ist der erfahrene Trainer der Italiener, der ja schon Göteborg trainiert hat. 82 hat man da Sturm Graz ausgeschaltet, also ein Österreich-Bezug.
Eriksson, dann bei Roma, Fiorentina, dann bei Benfica, technischer Direktor, dann bei Sampdoria und ab heuer bei Lazio Rom. Also ein ganz, ganz erfahrener Mann. Fusser, rechts Mancini, aber da ist Ratajczyk schneller. Pankero. Fast alle Rapidler jetzt im eigenen Strafraum und Gott sei Dank aus der Rapid-Sicht jetzt ein Fehlpass aus der italienischen Abwehr. Ich beneige, was der Ernst Dokkopil der Mannschaft dann zur Pause sagen wird. Da haben wir den Veteran im Sturm, Mancini, eine Legende in Rom. Er und Casiraghi sind die Standardsturmspitzen von Trainer Eriksson. Signore, der ja dreimal Torschützenkönig in Italien war, dieser Signore sitzt auf der Bank. Aber vielleicht sehen wir ihn noch. Freistoß. Ruhe. Schiedsrichter Malo Pereira, ein bis jetzt sehr korrekter und umsichtiger Spielleiter. Ausgeglichenes Verhältnis auch hier. Fusser. Wenn man da die internen Verhältnisse von Lazio nimmt, es ist ganz klar, dass der Eriksson Mancini spielen lässt, auch wenn der schon älter ist, denn er hat ihn von Sampdoria heuer mitgenommen, zu Beginn der Saison. Ui, das Tor ist leer. Und Ratajczyk auf der Linie, war ein ungeschickter Abschlag von Raimund Hedl. Das war richtig rausgelaufen, aber jetzt hat er Glück gehabt. Jetzt ist der Ball wieder bei Rapid. Glück auch in dieser Situation für Grün-Weiß, muss man ganz offen sagen. Hedl rechtzeitig heraus und dann ein ungeschickter Abschlag, genau zum Gegner. Ein gefährlicher Heber aufs Tor und Ratajczyk rettet auf der Linie. Eine Chance, der Lattenschuss von Stumpf und vier große Chancen von Lazio Rom. Jetzt wird Offside gepfiffen, ein bisschen spät. Und abspielen müssten wir weiter hinten. Na, das stimmt auch nicht, aber da lässt der Schiedsrichter Gnade vor Rechte. Beeindruckend, wie schnell sich die Sturmspitzen und auch manchmal die Mittelfeldspieler bei den weiten Vorlagen in die Tiefe lösen und wie sie immer wieder allein in den Rapid-Strafraum eindringen können. Erkan, da bleibt glaube ich Nedved liegen. Prosenik. Und er gibt den Ball jetzt out, denn da haben wir Pavel Nedved, glaube ich, der sich verletzt hat bei seinem letzten Angriff. Schauen wir uns noch einmal den Rückpass von vorhin an. Da kommt Hedl rechtzeitig heraus gegen Casiraghi. Müsste den Ball jetzt weit wegschlagen, der hüpft eh günstig auf. Haut fast daneben. Jetzt kommt der Heber auf sein Tor. Ratajczyk läuft schon zurück. Und quer zum Glück. Da haben wir den polnischen Legionär. Bravo, Krzysztof Ratajczyk. Wird hier verarztet von Dr. Lugscheider und Masseur Wolfgang Frey, dem Butter, wie man ihn nennt. Und hier noch einmal das Foul an Nedved. Da war der Erkan dabei, aber war keine Absicht. Ich hoffe, der tschechische Legionär kann wieder weiterspielen. Bis jetzt ganz großartig gespielt. Nasenbluten. Gelassen.
vielleicht innerlich aber doch ein bisschen aufgeregt, Sven-Göran Eriksson. Da geht der Nikola Jakanima auf Nummer sicher, der macht keinen gefährlichen Querpass da am eigenen 16er. Wagner. Ah, der scharfe Pass von Prosenik, gut gedacht. Guter Zweikampf von Zinkler. Will hier Pankarov die Hand geben, Shake Hands, aber der geht weg. Nicht ganz sportlich. Hier noch einmal. Beide an den Mann gegangen. Also Auslegungssache meiner Ansicht nach, was man da gibt. Hier noch einmal. Vielleicht, weil Zinkler mit dem rechten Oberschenkel und dem Knie vorgegangen ist, deshalb faul für die Italiener. Aber es geht weiter. Sehr sicher. Giovanni Lopez mit der Nummer 3, 30 Jahre alter Innenverteidiger. Wagner. War jetzt sehr schwer, den Ball hier unter Kontrolle zu bringen. Ja, man sieht ja, was Rapid versucht, mit einmal berühren, den Ball abprallen zu lassen, zum Erfolg zu kommen und durch die dichte Abwehr und das dichte Mittelfeld von Lazio. Weil das ist sehr, sehr schwer. Eines der taktischen Fouls der Italiener und Mancini bekommt jetzt Gelb. Er ist noch nicht vorbedacht bei den Italienern Marchegiani, Nesta und Chamot, der auf der Ersatzbank sitzt, mit Gelb in dieses Spiel gegangen. Jetzt kommt noch Mancini dazu. Da steht auch der Meister Eriksson auf. Apropos Meister, Lazio hat ja so viele Stars eingekauft, um vielleicht einmal einer Mannschaft wie Juve, Milan oder Inter den Rang abzulaufen. Vor allem auch dem Lokalrivalen AS Roma. Das scheint in der Meisterschaft, wie gesagt, bis jetzt nicht ganz zu klappen. Und deshalb großes Ziel natürlich, das Finale im UEFA-Pokal zu erreichen. Das macht die Aufgabe für Rapid nicht leichter. Zinkler. Ganz links wäre Wagner frei. Schauen Sie, wie schnell sich die Spitzen hier lösen und den Ball annehmen, wie Casiraghi. Und da ist schon Mancini. Unglaublich, was der auch läuft. Und der Ball ist im Tor. Fehler von Raimund Hedel, muss man hier sagen. Hat die Flanke erahnt oder den Pass zur Mitte. Und in der 38. Minute, leider aus Rapid-Sicht, das 0:1. Man hat viermal Glück gehabt. Diesmal haben aber die Summe der Fehler, die vorher gemacht wurden, zu diesem Tor geführt. Es konnte ungehindert geflankt werden, dann lässt Hedel den Ball fallen. Die Rapidler sind auch alle stehen geblieben. Erst jetzt wurde nachgesetzt. Hier haben wir die Flanke von Mancini. Schauen Sie, alle bleiben stehen. Erst jetzt wird nachgesetzt. Der Spitzenwinkel 0:1. Der Goldtorschütze für die Italiener. Casiraghi. Aber das Tor gehört sicher auch zur Hälfte Mancini, der sich diesen weiten Ball erlaufen hat, der wieder einmal der Rapid-Aufwehr auf und davon gezogen ist. Hier noch einmal.
Mancini hat sich den langen Pass erlaufen. Jakan lässt ihn flanken, Edel lässt den Ball fallen und der Rettungsversuch hier von Schöttl, glaube ich, war es, kommt zu spät. Und Kasirage und Nedved jubeln. Und jetzt wird die Situation für Rapid natürlich ganz, ganz schwierig. Sie kennen italienische Mannschaften, führen die einmal noch dazu auswärts, dann mauern sie hinten und gehen nur noch auf Konter. Und das machen sie ganz exzellent, wie man bis jetzt gesehen hat. Guter Schuss. Thomas Zingler, der Goldtorschütze von München. Aber doch mitten aufs Tor von Makecan. Jetzt wird es schwer. Jetzt wird es ganz, ganz schwer. Jetzt müssen die Zuschauer zu ihrer Mannschaft halten. Hier müssen sie weiter antreiben, damit Rapid nicht den Mut verliert. Nedved, unglaublich, was der läuft. Wieder der Schubfall auf Casera. Wieder in die Tiefe des Raumes. Gegen diese weiten Passes und den Antritt der Sturmspitzen weiß Rapid bis jetzt keinen Rat. Schaut, das Sperrsel von Wimmer genau zum Gegner und jetzt Foul an Matthias Almeida. Jetzt gibt's Gelb. War für Oliver Freund. Hier sehen Sie es in der Wiederholung. Freund ist mit Geld bedacht, das heißt, er für das Rückspiel in Rom gesperrt. Wagner, Ipua, Eckball. Ipua reklamiert hier Elfmeter. Nesta geht auf ihn zu, da gibt es vielleicht gleich wieder Handgreiflichkeiten. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Das war die Attacke an Ipua. Er gibt dann Nesta einen Nasenstüber. Ich hoffe, die Gemüter beruhigen sich jetzt. Also Rot für Rapid könnten wir jetzt nicht brauchen. Naja, der steigt auf den Ball. Ja, das Nesta hier sagt, ich habe keinen Foul begangen. Man sieht es ganz genau. Dadurch verliert auch Ipua das Gleichgewicht. Und Eckball. Rapid scheint jetzt, man sieht es bei der Ballannahme und beim Abspiel, ein bisschen verunsichert zu sein. Zwei Minuten geht es in der ersten Hälfte noch. Rekapitulieren wir. Große Anfangsmöglichkeiten für Lazio. Hervorragend vorgetragene Konterattacken mit weiten Passes auf die antrittsschnellen Sturmspitzen Mancini und Casiraghi. Der Motor im Mittelfeld Nedved. Eine sichere Viererabwehrkette und ein dichtes Mittelfeld, gespickt mit Stars. Da war es schwer für Rapid durchzukommen. Trotzdem die erste große effektive Chance nach zwei Chancen von Lazio. Der Lattenpendler von Christian Stumpf. Ja, und dann nach zwei Fehlern in der Abwehr, vor allem ein wirklich arger Fehler von Raimund Hedel, das 1:0 für die Römer. Bei diesem Stand halten wir jetzt. Es wird schwer werden für Rapid,
den Spieß umzudrehen. Ernst Dokkopil hat zwei routinierte Leute auf der Bank, Marek Benkse und Theo Grüner, ansonsten nur Junioren. Das macht die Aufgabe im taktischen Bereich natürlich auch noch sehr, sehr schwer. Viel wird er nicht ändern können. Vielleicht den Jolly Joker bringen, Marek Benkse, der ja in Israel gegen Petach Tikva ein wichtiges Tor erzielt hat, zum Weiterkommen. Vielleicht, ja, gibt das noch einmal eine Wende. Wie es jetzt aussieht, setzt sich die Serie von Rapid, die Negativserie im Europacup gegen italienische Mannschaften durch. Wie gesagt, 7-mal gegen Italiener gespielt, nie durchgekommen. Daheim recht gut gespielt, manchmal unentschieden oder knapp gewonnen, aber auswärts immer hohe Niederlagen bezogen. Achtung! Guter Vorstoß jetzt von Thomas Zinger. Vielleicht noch eine Möglichkeit vor der Pause, um den Ausgleich hier zu erzielen. Das würde der Mannschaft sehr, sehr gut tun, vor allem dem Selbstvertrauen der Spieler für die zweite Hälfte. Zinger und der Mann, der ihn bewachen muss, neben ihm. Noch ein Eckstoß. Geklärt von Nesta. Und da ist der Pausenpfiffrichter Pereira, der ein guter Spielleiter war. Vielleicht ein bisschen im Stich gelassen von seinem Linienrichter auf der rechten Seite, von seinem Schiedsrichterassistenten. Zweimal strittige Offside-Situationen am 16er von Rapid. Man muss es ganz offen sagen, nicht unverdient, führt hier Lazio Rom zur Pause gegen Rapid, die im ersten Achtelfinalspiel 1:0. Da beschwert sich noch Mancini wegen seiner gelben Karte, die war aber doch, glaube ich, korrekt. Ich hoffe, Sie stimmen mit mir da überein. Halten wir also die Daumen für den Ernst Dokkopil, dass er jetzt den richtigen Weg, die richtige Taktik für die zweite Hälfte findet und dass Rapid auch ein bisschen Glück hat. Denn beim Lattenpendler von Stumpf war sicher auch Pech dabei. Alles in allem gesehen, korrektes Resultat jetzt zur Pause und wir werden Sie gleich mit den ersten Interviews versorgen. Sie haben ja bemerkt, Manfred Gabriele, der perfekt Italienisch spricht, das Innsbruck zu uns gekommen, der Studioleiter des Studio Innsbruck, was Sport betrifft, mein Kollege Andi Felber unten in der Flashzone. Die Rapid-Fans haben sich ganz vorbildlich verhalten, das muss man sagen. Sie haben ihre Mannschaft wirklich stimmkräftig unterstützt und ich hoffe, sie werden das auch in der zweiten Hälfte tun. Und wir haben schon die ersten Interviews. Andi Felber, bitte melden. Ja, bei mir steht der Michi Wagner. Michael, kurze Analyse der ersten Spielhälfte. Ich denke, es war bis jetzt ein ausgeglichenes Match. Chancen waren auf beiden Seiten da. Leider Gottes haben wir ein blödes Tor bekommen. Aber da werden wir im Munde sicher keinen Vorwurf machen, weil er bis jetzt immer gut gehalten hat. Das kann passieren. Jetzt müssen wir jetzt schauen, dass wir in der zweiten Halbzeit den Fehler ausbessern und das Spiel noch gewinnen. Und bei mir Arnold Vettel, der die letzten Tore von Rapid in der Meisterschaft am Wochenende in Ried geschossen hat. Heute noch kein Rapid-Tor, 0:1. Ich glaube, eine zwar durch das glückliche Tor, etwas glückliche, aber relativ verdiente Führung, muss man sagen. Ja, verdiente Führung. Ich sage mal so, wir haben wirklich schwungvoll begonnen, das Spiel. Haben gleich eine Chance gehabt durch den Sami Bo, aber nur im Endeffekt, wir haben stark nachlassen bis zur Pause und ja, es hat kommen müssen irgendwann einmal und man hat gesehen, es ist durch einen Fehler passiert, der nicht sein hat müssen. Aber wir spielen sehr recht gefällig, glaube ich, aber wir müssen einfach viel schneller an die Spitze spielen. Und wie Sie gesagt haben, Rapid hat gut begonnen, aber die erste Chance, schauen wir uns an, die hatten die Römer und zwar durch Kasiragi, der war schon in der dritten Minute. Ausgezeichnete Aktion von Hedl. Wir spielen einfach sehr schnell an die Spitze und die zwei bewegen sich sehr gut vorne. Und es war halt unheimlich beweglich. Ja, das sind sicher. Aber ja, der Raimund sehr gut gehalten, Gott sei Dank. Tadellos reagiert, Kasiragi aus kurzer Distanz ganz frei zum Schuss gekommen. Dann haben Sie es angesprochen, gab es ein, zwei gute Szenen für Rapid. Ipua hat eine Chance vergeben. Allerdings die größte hatte der Stumpf, wie wir wissen, in der 13. Minute. Der hätte eigentlich drin sein müssen. Schauen wir uns gleich an. Eckball, ja klar. Christian Stumpf. Ja, der hätte im Tor sein können, aber leider nur in die Latte. Da wirkt die Abwehr ein bisschen verwundbar bei den Italienern. Die sind verwundbar. Sie stehen zwar hinten mit 4 Mann, aber nur bei Standardsituationen sind sicher zu gefährden. Man hat ja jetzt gesehen, der Christian hat den Ball erwischt. Leider etwas Pech dabei. Dafür hatten die Rapidler auch Glück. Circa eine Viertelstunde später, nach 32 Minuten bei folgender Szene, schauen wir uns gleich an.
haben sich gut reagiert, zuerst von Hedl, aber dann ein schlimmer Fehler. Ja, der hätte weiter nach vorgehen sollen und Gott sei Dank ist der Christoph Hatajczyk da gestanden auf der Linie. Ja, das hat er sehr gut gemacht, der Raimund, aber da hätte er müssen ausputzen. Da hat er wirklich gut begonnen, an sich das, was für einen Tormann auch wichtig ist, gleich am Anfang ein Erfolgserlebnis gehabt. Das stimmt, er hat gleich zwei, drei Flanken super gehabt, aber nur im Endeffekt. Wir schauen uns das noch aus einer speziellen Zeitlupenposition an. Ja, sehr gut gemacht. Zunächst Hedl vor Kaseragi und dann dieser Heber, auch an sich sehr gut gemacht vom Römer. Ja, aber Nedved, glaube ich, war es. Auch vom Christoph sehr gut gemacht. So, und dann leider in der 38. Minute ist es passiert. Ein Tor, das sich irgendwie angekündigt hat, der Druck war, ist immer größer geworden. Sie haben besser gespielt, sie haben mehr Ballbesitz gehabt und wie man sieht, sie haben wieder schnell gespielt und den hat dann Raimund leider nicht zum Fassen bekommen. Und es hat so ausgesehen, als hätte er ihn schon. Ja, er hat ihn schon mal gehabt, aber leider ist ihm ausgekommen wieder. Und so ein klassischer Stürmer wie der Kaseragi, der nützt diese Chance. Für einen jungen Torhüter natürlich ein besonders großes Spiel und da fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen die Routine. Kann man ja, das so sicher, sagen? Er ist noch ein junger Spieler, aber trotzdem, er hat vorher super gehalten, er hat alles gehabt, alle. Und ja, solche Sachen passieren leider, aber es hätte halt kein Tor sein müssen. Bitter, dass es so gefallen ist. War gar nicht so leicht auch für den Kaseragi aus diesem Winkel. Nein, es war ein spitzer Winkel, aber dann wieder ideal getroffen. Klasse, man lässt sich diese Chance nicht entgehen. Ja, Arnold Wettel, was kann jetzt der Ernst Dokupil machen? Was können wir machen? Wir werden sicher, wir müssen einfach schneller nach vorspielen, so wie es die Römer zeigen. Sie spielen sehr schnell an die Spitzen und das müssen wir auch versuchen. Und das Mittelfeld muss nachrücken und viel schneller. Und ich glaube, nur dadurch können wir auch besser zur Geltung kommen. Und glauben Sie, dass der Marek Pengsa zum Einsatz kommen wird? Jetzt glaube ich nicht noch, aber ich glaube, also zur Hälfte der zweiten Halbzeit, also glaube ich schon, dass er reinkommt. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir den Ball, das Spiel unter Kontrolle kriegen und weiter versuchen, so zu spielen, nicht nervös zu werden. Sie kommen ja frühestens, sollte Rapid es doch noch schaffen, im Frühjahr zum Einsatz, sind noch nicht spielberechtigt. Irgendwie haben Sie mit dem Europacup überhaupt ein Pech, war schon bei Porto so. Ja, leider, seit zwei Jahren komme ich überhaupt nicht zum Spielen im Europacup, aber so ist es einmal jetzt. Ich hoffe, dass im Frühjahr doch. Ja, die Mannschaften kommen soeben wieder aufs Spielfeld. Hier unsere Statistik nach 45 Minuten im Cornerverhältnis ausgeglichen. Rapidler um eine Spur mehr Fouls gemacht, sind einmal offside gestanden. Null auf der anderen Seite, da muss man sagen, dass der eine Schiedsrichterassistent ein bisschen schlecht sieht. Zwei Sachen waren sicher offside und von den Toren her, das wissen Sie ja, durch Kaseragi auch ein knapper Vorteil hier für Lazio Rom. Ganz wichtig für die Italiener, dass sie ein Auswärtstor erzielt haben. Ob es schon das Siegestor ist, das wollen wir doch nicht hoffen. Hoffen vielmehr auch aus österreichischer Sicht, dass Rapid jetzt noch zusetzen kann, dass, wie Arnold Wettel es gesagt hat, die Mittelfelddistanz schneller überbrückt wird, dass schneller an die Spitzen gespielt wird und dass das Mittelfeld sich auch getraut, ein bisschen schneller aufzurücken. Aber das kann natürlich gegen die Catenaccio-erfahrenen Italiener auch tödlich sein. Noch neben Ernst Dokupil und den übrigen Betreuern. Ankick für Rapid, zweite Hälfte hat begonnen. Es wäre schön, wenn Rapid jetzt vielleicht zu Beginn der zweiten Hälfte der Ausgleich gelingen könnte. Das Rückspiel wird ohnehin schwer genug. Mit einem Unentschieden wäre es ein bisschen besser. Rapid hat ja auch in der Champions League zuletzt gegen Juventus ein 0:1 aufgeholt. Sie erinnern sich, Freistoß Leszak. Vorher hat er einen Fehler gemacht, hat seinen Fehler ausgebessert. Dann hat es aber in Italien ein 0:5 gegeben und dann sowas wollen wir eigentlich gar nicht denken. Aber alles kann passieren, vor allem gegen Mannschaften wie die Italiener, gespickt mit Weltstars. Schöttl. Ipua, gut gespielt auf Stumpf. Gerker. Ernst Dokupil hat seiner Mannschaft sicher erklärt, wie man verhindern kann, dass sich die italienischen Sturmspitzen so blitzartig lösen. Aber dagegen anzuhalten ist natürlich schwer. Und ausgefuchste, ausgekochte Spieler. Mancini, trotz seiner 32 Jahre,
Pierluigi Casiraghi, der das Tor geschossen hat mit 28 Jahren. Erfahren in vielen Europacup-Schlachten, in Länderspielen. Und vor allem ausgefuchst durch ihre Erfahrungen in der starken italienischen Liga. Einwurf jetzt durch Kapitän Favalli. Wieder Nedved. Und der bringt den Ball aus unmöglichsten Situationen immer wieder zu einem Nebenspieler. Er ist die dominierende Erscheinung bei den Italienern an der linken Seite im Mittelfeld. Da haben wir Mancini. Er von Sampdoria gekommen, hat wie gesagt Giuseppe Signori aus dem Team geboxt. Ipua, guter Pass. Hat jetzt freien Raum und der ist unglaublich schnell, der Sami Ipua. Ja, die Idee war gut für Gerd Wimmer, der mit aufgerückt ist, aber etwas zu weich der Pass von Ipua. Sami Ipua müssten wir jetzt ein paar Mal was sehen, vor allem was seine Effizienz vor dem gegnerischen Tor betrifft, denn er möchte ja möglicherweise weg zu einem französischen Club oder vielleicht wieder zurück zum AC Torino. Foul an Wagner. Hier noch einmal. Nesta und Almeida. Der Argentinier bei ihm. Vielleicht gelingt Rapid ein Tor aus einer Standardsituation. Da haben die Italiener in der Viererkette doch kleine Schritte gezeigt. Prosseni. Schüttel. Ja, und da schaut der Schiedsrichter aus Portugal, aus Lissabon, Marlo Pereira, sehr genau. Hat Stoßen auch vom Gegner schon gegeben im Strafraum und jetzt also Stoßen von Rapid. Diese Ranglereien, Zinkler hier gegen Pancaro, das hat er ganz genau gesehen. Oliver Frank. Ipua. Sehr konzentriert jetzt bei der Ballannahme. Prosseni. Schade, bekommt den Ball nicht mehr. Gegen so einen routinierten Mann wie Favalli da außen durchzugehen, ja, das ist schon sehr schwer. Da haben wir also Theo Grünner und die Vierer junge Garde, die bei Red Star versucht, aus der Amateurmannschaft in die A-Mannschaft zu finden. Es sind einige große Talente dabei, die Ernst Dokopil hierher berufen. Prosseni kann Nedved nicht halten. Schöttl jetzt vor Nedved. Offside hier gegeben vom Schiedsrichterassistenten. Und der Ball bleibt bei Rapid. Den Rapidlern würden über 150.000 Schilling Prämie für einen Aufstieg winken. Ganz schöne Summe. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendeiner an das Geld denkt, sondern man will jetzt versuchen, einmal sportlicher weiterzukommen und einmal den Ausgleich zu erzielen. Ein Rezept möglicherweise, dieses schnelle Antreten der Sturmspitzen zu unterbinden, sie nicht an den Ball kommen zu lassen, wären Attacken schon im Mittelfeld, um schon einmal das Abspiel an die Sturmspitzen zu verhindern. Aber das bedeutet sehr, sehr viel Laufarbeit und sehr viel Energie im Mittelfeldspiel. Man sieht jetzt, dass das Tempo auch von Seiten der Italiener nachgelassen hat, die nun versuchen, dieses 1:0, diesen knappen Vorsprung, kontrolliert über die Distanz zu bringen. Kräfte sparen. Fehler von Stumpf. Seine Schnelligkeit gezeigt.
Zinkler. Wagner, Wimmer. Ja, traut hat er sich, der junge Mann, der von Admira Wacker gekommen ist und der 21 Teamspieler ehemaliger. Aktion gut im Ansatz, auch mutig geschossen, aber drüber. Etwas zu unkontrolliert. Da ist immer ein bisschen ein Foul dabei bei den Attacken der italienischen Verteidiger, aber die machen das so geschickt, dass der Schiedsrichter hier gar nicht eingreifen kann. Wagner setzt sich durch hier. Wimmer. Noch einmal Wagner, gut gespielt. Und schon wieder haben die Italiener einen Mann mehr um den Ball und um den Gegenspieler, setzen sich durch. Mancini, kein Offside. Fusier, da ist Schöttl hinten stehen geblieben, in der Mitte wieder mal Casiraghi. Da kommt Mancini. Und im letzten Moment Oliver Frey. Die Italiener nützen jede kleinste Unachtsamkeit in der Rapid-Abwehr immer wieder zu diesen gefährlichen Kontern. Ja, ja, da hat er seine Mannschaft gut eingestellt, Sven-Göran Eriksson. Die launische Diva, diesmal nicht aus Turin, sondern aus Rom, zeigt sich heute wirklich in guter Laune. Da haben wir auch die Italiener, kann von hinten nicht erkennen, wer es ist. Vielleicht ist es Giuseppe Signori. Jawohl. Dreimal Torschützenkönig in Italien und dennoch spielt er hier nicht vom Anpfiff an. 34.000 Zuschauer im Happelstadion heute. Gute Ausbeute für Rapid. Da wird man doch mit einem Gewinn, man sagt 18 Millionen Schilling plus durch den UEFA-Pokal Achtelfinale in der Kasse von Rapid. War vorher nicht budgetiert. Wie immer. Jetzt müsste es ein bisschen schneller gehen. Zinkler. Wagner. Ah, das macht er sehr geschickt, der Michi. Links wartet Wimmer. Die Burg zu spät. Noch einmal die Rapidler. Marchegiani, der Duke, weil er so elegant spielt. Der italienische Keeper. Da hat der Sami Ibua wieder mal den Stinkefinger gezeigt, und zwar den italienischen Fans. Sie hören es vielleicht, die haben natürlich darauf wütend reagiert. Ist nicht notwendig, braucht er nicht machen. Schauen wir noch einmal, vielleicht sieht man es hier. Stupst hier Marchegiani. Ja, und zeigt dem Publikum seinen, naja. Er kann es nicht lassen, der Sami Ibua. Haben wir die italienischen Fans. Die 5000 sind hierher gekommen, in einem eigenen Sektor untergebracht. Gestern hat es, weil sie nicht zum Training gelassen wurden, eine Rauferei auf den Rängen gegeben. Die haben sich da hineingeschummelt und wurden dann wieder aus dem Stadion hinaus befördert. War vielleicht ein bisschen ungeschickt, denn normalerweise lässt man ausländische Fans beim Training zuschauen, beim Abschlusstraining im Stadion. Gut gespielt von Radajcik, wie immer gegen zwei Mann, vertrippelt sich. Das machen die Italiener sehr geschickt, sehr routiniert. Einer attackiert, der andere schmiert ab. Und so gewinnen die Italiener auch mehrheitlich die Zweikämpfe. Jackern, gut durchgesetzt. Wieder ein Fehler durch die heftigen Attacken. Die Italiener beherrschen auch vorbildlich den Rhythmuswechsel. Jetzt gibt es die gelbe Karte für Oliver Freund, und der hat bereits gelb.
Ein ungeschicktes Foul. Ich weiß nicht, was genau da los war. Aber halten oder irgendwas hat Pereira gegeben oder Handspiel absichtliches. Hab von hier oben nicht ganz genau erkennen können. Und nach der gelben Karte für Oliver Freund muss er natürlich gelb-rot geben. Aber es war auch angeschossen, wie diese Szene zeigt. Keine Absicht dabei. Aber die Hand geht zum Ball. Wir haben ein ähnliches Bild gesehen beim Spiel der Wiener Austria von Herbert Gager gegen Sturm. Auch da ging der Ball unabsichtlich aber an die Hand. Aber die Hand zum Ball und die beruhigende Geste von Ernst Dockerbühl sagt alles. Jetzt wird es natürlich doppelt schwer. Ja, und jetzt kann man nur noch Daumen halten. Rapid in numerischer Unterlegenheit ab der 57. Minute. Freund ausgeschlossen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Das hat man schon beim Stangenschuss gesehen. Das Glück, das Rapid in den vorhergegangenen Spielen gehabt hat, das hat die Mannschaft jetzt nicht. Es war in den vorhergegangenen Spielen aber auch das Glück des Tüchtigen. Aber ganz hat es heute nicht gestimmt. Die Italiener haben hier doch Grenzen der Rapid-Mannschaft aufgezeigt. Für mich ganz eindeutig ein falscher Pfiff. Sehr penibel, möchte ich jetzt sagen, ein bisschen mit Österreich und Rapid-Bezug, das Schiedsrichterteam. Mancini, der lässt sich jetzt sehr oft zurückfallen. An seiner Stelle sprintet einer aus dem Mittelfeld an die Spitze. War kein Foul, hat er geschickt gemacht, Mancini. Jetzt fällt Herr Pereira auf viele Dinge herein. Auch die gelbe Karte für Freund hätte man nicht geben müssen. Auch wenn sie mich jetzt ein bisschen für Partei schalten. Ich weiß nicht, was da im Herrn Pereira vorgeht. Es fehlt ihm ein bisschen jetzt in dieser Situation auch das Fingerspitzengefühl, aber vielleicht ist ihm das wurscht. Medved, 5 Meter abseits, Mancini. Na, 5 Meter waren es nicht, 2 Meter. Ja, ja, sie, Signor Mancini. Abseits, keine Frage. Ja, da sieht man es ganz genau. Na, jetzt wird es schwer für Rapid. Jetzt wird es ganz schwer. Jetzt geht es doppelt Daumen halten. Jetzt muss das Publikum auch noch mehr hinter der Mannschaft stehen hier, um den 10 Leuten da unten Kraft zu geben. Naja, was mag der Ernst Dockerbühl da jetzt überlegen? Irgendwie muss er Rapid jetzt schauen, dass die Mannschaft gut über die Distanz kommt. Wagner. Stumpf wird jetzt ein bisschen zurückfallen und die Pur möglicherweise als einziger vorn bleiben. Casiraghi. Jetzt werden die Italiener noch leichter eine Anspielstation finden. Geschickt sind sie. Gicken können sie auch. Das haben alle hier gezeigt. Ja, ein guter Einsatz von Stumpf. Und er gibt Foul gegen Stumpf. War ein guter Körpereinsatz des Christian Stumpf. Also jetzt wird mir der Schiedsrichter schon langsam seltsam. Ich weiß nicht, wie es Ihnen daheim geht, aber mir geht es halt so. Noch einmal. Macht hier überhaupt nichts, im Gegenteil. Der Italiener hält Stumpf. Und der Schiedsrichter gibt Foul gegen Rapid. Möglicherweise hat in den Augen von Schiedsrichter Pereira Lazio mehr Reputation. Der macht die guten Chancen, die sie nützen. Und jetzt ist es passiert. Wieder hat die Rapid-Abwehr nicht aufgepasst. Auf Offside gespielt, einer, ich glaube es war Schöttl, ist hinten geblieben.
Und die zweite Sturmspitze von Lazio, nämlich Mancini, schießt jetzt das 0:2. Schauen wir auf die Minute. 62. Minute, 0:2. Jetzt wird es haarig für Rapid. Da ist wieder Schöttl hinten gestanden. Jerkan war aufgerückt. Mancini auf gleicher Höhe. Offside möchte ich nicht sagen, dass er war. Und dort natürlich gegen diesen routinierten Goalgetter und routinierten Spieler. Hedel keine Chance. In der ersten, zweiten Minute konnte er noch mit Fußabwehr retten. Hier war es nicht mehr möglich. 0:2 in der 62. Minute. Mancini. Und jetzt muss Rapid aufpassen, dass man nicht schon im Heimspiel in dein Debakel schlittert. Aber ich muss eines sagen. Auslösend für dieses Tor war die Fehlentscheidung bei der Attacke von Stumpf an seinem italienischen Gegenspieler. Eine glatte Fehlentscheidung von Schiedsrichter Pereira. Mancini offside, es geht weiter. Auch jetzt geht es weiter. Jetzt lässt er dieses Handspiel von Prosenik ungeahndet. Müsste eigentlich auch gelb geben, wenn er Oliver Freund mit gelb-rot ausschließt dafür. Gut, eines muss man sagen, das macht es nicht aus, dass Rapid hier im Nachteil ist. Aber es macht doch ein bisschen traurig. Prosenik, Foul jetzt. Taktisches Foul von Mancini. Und jetzt muss der auch vom Platz, denn er hat bereits gelb. So, ja, er macht's. Jetzt ist alles wieder gleich. Ja, die Europacup-Spiele von Rapid ähneln einander. Durchwegs rote Karten in den letzten zwei Spielen und auch jetzt für den italienischen Star gelb-rot und damit wird er sicher gesperrt sein fürs nächste, vielleicht auch fürs übernächste Spiel. Da hat er ganz geschickt das Bein stehen lassen. Prosenik nimmt den Ball sehr schön mit. Schauen Sie, steigt Prosenik hinten in den Lauf, der muss natürlich stürzen. Gelbe Karte, gelb-rot, klare Entscheidung, auch wenn Mancini hier protestiert. So, jetzt ist alles wieder gleich, jetzt schauen die Chancen schon wieder ein bisschen besser aus. Und jetzt meldet sich auch wieder das Publikum. Der schimpft natürlich jetzt, ist klar. Und wir haben eine Freistoßmöglichkeit aus der Sicht der Grün-Weißen. Radetzky, der einen Bombenschuss hat und Michael Wagner am Ball. In der Mauer Ipua. Guter Freistoß, knapp drüber von Michael Wagner. Also, jetzt ist wieder alles ausgeglichen. Zumindest was die numerische Besetzung bei der Mannschaften betrifft. Ipua drängt hier die Mauer weg. Da hätte er Freistoß geben können für Rapid, gegen Rapid. Aber leider der Freistoß von Wagner, Sie sehen es ja, drüber. Jetzt könnte Rapid Selbstvertrauen wieder erwachen. Kann man vorstellen, dass die Mannschaft geschockt war nach dem Ausschluss von Oliver Freund und nach dem 0:2. Aber vielleicht gelingt ein Tor, das könnte Berge versetzen. Zingler. Prosenik, auch er mit viel Laufarbeit. Wimmer. Ratajci. Stumpf. Kommt nicht an den Ball. Ein bisschen zu hoch. Der gute Pass, die gute Flanke von Ratajci. So, und jetzt kommen Anweisungen von Sven Göran Eriksson. Holt sich hier Nedved. Eigentlich hat er hier die Coaching-Zone verlassen, aber da sagt niemand. Foul von Schöttl. Auch für ihn gibt es gelb. Vielleicht sehen wir das Ganze noch einmal. Der Schöttl schlägt die Hände über den Kopf zusammen, ist sichtlich böse. Naja, urteilen Sie selbst, ich will jetzt gar nichts sagen. Im Mittelpunkt auf alle Fälle der Schiedsrichter und das sollte eigentlich nicht sein.
Schwimmer. Also, gehen wir noch einmal. Foul, wieder taktisches Foul der Italiener. Diesmal von Almeida, dem argentinischen Legionär. Ipua. Ah, hat er gut gemacht. Ball links, rechts geführt und versucht in der Mitte durchzukommen. Rapid jetzt leicht überlegen, aber ist klar, die Italiener führen 2:0 und versuchen das Spiel zu kontrollieren. Radajcic hat jetzt mehr Raum, da ja Mancini fehlt. Schöttl bei Kassiragi. Ipua gegen Nesta. Das Duell wiederholt sich jetzt schon einige Male. Sie erinnern sich vielleicht, auch in der ersten Hälfte sind die beiden aneinander geraten. Rosenik wird immer stärker. Fall von Nedved. Das machen die Italiener sehr geschickt. Immer Foul, wo der Ball dabei ist. Da kann man nicht viel pfeifen, außer Foul. Und dadurch wird das Spiel aufgehalten und die Abwehr kann sich immer wieder stellen. Wagner. Auf Ipua. Mit der Hand. Und da gibt es jetzt Gelb. Ist keine Frage. Ja, Sami spielt den sterbenden Schwan, aber er hat mit der Hand hinaufgegriffen. Da er die Hand Maradonas nicht hat, wird er jetzt Gelb bekommen. Die Hand Gottes, wie es bei Maradona, Sie erinnern sich an das WM-Spiel in Mexiko, geheißen hat. Sein Handspiel wird geahndet, keine Frage. Da müsste er vorsichtiger und auch als Profi gescheiter sein. Das ist er offenbar nicht. Er hat noch keine gelbe Karte, aber er ist erst ausgeschlossen worden gegen Petr Tikva und hat eine Drei-Spiele-Sperre abgesessen. Zwei Spiele, pardon. Gibt es jetzt Foul von Almeida. Weiß auch nicht warum. War ein normaler Zweikampf. Auf alle Fälle der Ball bei Rapid. Prosenik. Zingler. Trippeln ist gefährlich gegen die zweikampfstarken Italiener. Foul von Nedved. Die versuchen jetzt natürlich das Spiel von Rapid und den Rhythmus von Rapid immer wieder zu unterbrechen. Und jetzt scheint sich auch bei Rapid ein Wechsel anzudeuten. Hier haben wir die Attacke von Nedved noch einmal gehabt. Er ist da dem Zinkler böse aufs Wadl gestiegen. Foul von Christian Stumpf. Auf den hat es der Herr Pereira abgesehen. Egal, was der Stumpf macht, ist faul. Und hier haben wir schon den Wechsel, der sich vorbereitet. Letzte Anweisungen von Dokubil für Marek Penkser, den Goldtorschützen von Tikva. Mit einem Hechtkopfball damals Rapid in die nächste Runde geschossen oder vielmehr geköpfelt. Für Rapid wäre es jetzt wichtig, zumindest ein Tor zu erzielen, ein 0:2 auswärts aufzuholen. Das ist gegen so einen Star-Ensemble sicher aussichtslos, wo man das bei einem Spiel nie sagen sollte, aber höchstwahrscheinlich. Gut gespielt von Stumpf auf Prosenik.
Gute Attacke jetzt von Ratajczyk hier gegen Fuser. Ja, und immer wenn der Ernst Dokupil ausgetauscht hat, zuletzt in allen Spielen, hat das was gebracht. Erinnern wir uns nur an den anfangs unverständlichen Austausch von Peter Stöger in München gegen 1860 gegen Thomas Zingler. Der Zingler hat damals das Mittelfeld durch seine Defensivarbeit stabilisiert und das 1:2 erzielt. Aus einem Kopfball nach einem Eckball. Und der Marek Benkser wurde auch schon oft eingetauscht. Spielt der Schiedsrichter sogar mit. Und offside Kassiragi. Jetzt ist ganz klar. Also wenn wir schauen, was der Marek Benkser bringt, der jetzt schon an der Outline steht. Der Herr Pereira spielt mit. Zugabe ruft das Publikum. Die sind hier sicher auch nicht ganz einverstanden mit Herrn Pereira. Nedved. Kontrolliertes Spiel jetzt von Lazio. Almeida. Wieder in die Tiefe, diesmal für Nedved. Das ist unglaublich, was dieser Spieler leistet. Hat hier den Ball blockiert, keine Frage. Richtige Entscheidung. Prosenik, also noch einmal. Ipua, immer wieder gegen die Innenverteidiger von Lazio. Diesmal gegen Lopez. Und Eckball. Immer wieder das typische Abwehrbild bei Lazio. Zwei Mann um den Ball, einer attackiert den Gegenspieler, einer schmiert ab. Hilft meistens. Und jetzt Peter Schöttl aus dem Spiel. Na, oder? Nein, Michi Wagner. Schöttl war nur neue taktische Anweisungen holen. Und Marek Benkser wird möglicherweise die Rolle Wagners im Mittelfeld übernehmen. Aber vielleicht geht auch er nach vor und die Pua rückt zurück, werden wir sehen. Schöttl hat die taktischen Anweisungen von Dokupil übernommen, wird sie seinen Mitspielern sagen. Und erster Schussversuch von Marek. Ratajczyk geht in den Strafraum mit rechts. Bei ihm eine Seltenheit und Marcecani. Wie gesagt, Ratajczyk hat jetzt viel mehr Platz, da ja Mancini vorne fehlt bei Lazio. Gute Aktion. Das Publikum ganz vorbildlich. Und wenn es dann eine tote Situation gibt, jetzt nicht, möglicherweise dann ein Interview. Aufgerückte Verwalle. Außennetzstange, glaube ich sogar. Da hat man wieder mal nicht aufgepasst. Plötzlich aus der Tiefe des Raumes Verwalle nach vor. Und dann die Rapidler Glück. Am 0:3 vorbeigeschrammt, möchte ich sagen. Im wahrsten Sinn des Wortes. So, jetzt sehe ich aber, dass mein Kollege Andi Felber unten ist und wir werden die nächste Unterbrechung nützen, um einmal mit, wie man da unten, dem Michi Wagner zu sprechen. Foul jetzt im Mittelfeld für Rapid. Wieder mal Nesta, der Übeltäter. Ipua, Stumpf. Wieder gegen Stumpf entschieden, aber er hat den Ball jetzt wirklich eingeklemmt. So, jetzt zum Interview zu Andi hinunter. Ja, Michael Wagner, wo ist der Unterschied zwischen Lazio, Rom und Rapid? Naja, der Unterschied ist der, dass die zwei Tore halt geschossen haben und wir nicht. Wir haben bis zum 1-0 eigentlich ganz gut mitgespielt, haben Chancen gehabt, aber dann ist uns eigentlich nichts mehr gelungen. Der Schiedsrichter hat dann ein bisschen merkwürdig gepfiffen und da ist so alles zusammengekommen und dann haben wir nicht mehr gut gespielt und ich denke, das 2:0 geht dann im Endeffekt auch in Ordnung. Hat man Spieler das Gefühl, dass der Schiedsrichter mehr Respekt hat vor dem großen Namen Lazio Rom als vor Rapid? Ja, jetzt ist schon ein bisschen so vorkommen, weil da waren wirklich ein paar Situationen dabei, die, glaube ich, da keiner im Stadion versteht. Danke, Michi, und zurück zu Peter Elsner. Ja, da unten geht es weiter. Wir haben in der zweiten Hälfte über eine halbe Stunde gespielt. Noch immer 0:2 aus der Sicht von Rapid. Die Torschützen Kassiragi in der 38. Minute, wenn sie erst später zugeschaltet haben. Und dann 0:2 durch Mancini, der nachher ausgeschlossen wurde. Ausgeschlossen auch Oliver Freund wegen Handspiels, vorher faul. Beide
mit Gelb-Rot. Also Mancini und Freund mit Gelb-Rot vom portugiesischen Schiedsrichter Pereira vom Spielgeschehen. Seit Casiraghi bei diesem Abschlag von Pancaro. Die Bua gegen Favalli, den Kapitän, versucht seine Schnelligkeit auszuspielen. Gute Flanke, stumpf! Aber da ist Marchegiani. Wirklich beherrscht den Strafraum. Eine gute Flanke hätte ein bisschen mehr Effekt haben können, aber er macht es aus vollem Lauf doch sehr gut. Man sieht es auch an der Drehung des Balles, es hat einigen Effekt gehabt, diese Flanke. Nun klatschen die Zuschauer schön langsam. Und ein bisschen zäh die Rapid-Viertelstunde ein, aber der Spielstand ist nicht danach, dass man noch sehr viel Hoffnung haben könnte. Aber auf alle Fälle Rapid versucht es. Es kann alles passieren. Wieder Foul an Ipua, Prosenik. Zu hoch dieser Ball von Radajcic für Prosenik. Knapp 12 Minuten sind noch zu spielen. Ein Tor von Rapid, das wäre wenigstens was. Es würde die Niederlage ein bisschen mildern. Jetzt das Publikum, die Rapid-Fans feuern ihre Mannschaft noch einmal an. Handspiel von Jerkan, unabsichtlich. Wimmer, Penxer, fällt um und da ist schon wieder Nedved. Unglaublich, was da läuft. 4 gegen 2. Und Hedl, sehr mutig. Hat er Pech gehabt, dass er beim 0:1 so gepatzt hat. Noch einmal Lazio. Wird jetzt wieder stark. Und drüber Pancaro. Schauen wir uns die Zeitlupenwiederholung von diesem Vorstoß von Fusser an. Ipua jetzt wieder eine Freistoßmöglichkeit für Rapid. Ein bisschen muss man auch schon spekulieren, was da im Rückspiel passieren könnte, falls es bei diesem 0:2 bleibt. Aber jetzt einmal Prosenik. Handspiel von Penxer, wurde gestoßen. Die Lazio-Spieler gehen wegen irgendwas protestieren beim Schiedsrichter, weiß nicht was, eben weil Handspiel gemacht wurde. Ipua zum zweiten Mal. Da hat er Glück, dass der Schiedsrichter über diese Situation hinweg sieht. Auf gut Wienerisch muss ich mich fragen, ob der nicht einen Bäcker hat. Hat er Glück, der Sami. Dabei ist es so ein exzellenter Fußballer, der hätte solche Eskapaden überhaupt nicht notwendig. Der kann alles, ist technisch gut, antrittsschnell, unberechenbar, weiß auch vor dem Tor effizient zu sein und dann macht er solche Sachen. Es ist ganz klar, dass der Trainer und Präsident Günter Kaltenbrunner überlegen, ob sie den Mann aus Kamerun behalten oder nicht.
was seine fußballerischen Qualitäten betrifft, ja. Privat auch ein ganz ein netter Bursche, kann ruhig plaudern mit ihm, ist in Ordnung. Und auf dem Spielfeld, unglaublich eigentlich. Noch einmal, Thomas Zinkler. Auf wie pur. Also komm. Und dann so ein Fehler. Jetzt lässt er sich natürlich auch von den doch hässlichen Zurufen der italienischen Fans da beirren. Ja, ja, macht jetzt einen Schwemmen aus, sogenannten Handschuh. Der Italiener verlangt gelb. Fehler von Binkser, schade. Und schon wieder die Italiener hier mit Almeida, der mit Nedved die Fäden des Spieles der Italiener zieht. Ipua gegen Favalli verliert den Ball. Casiraghi. Linienrichter hätte jetzt nicht Offside von Nedved gegeben. Für mich war es wieder klares Offside. Aber vielleicht hat er auch die Fahne nicht gehoben, weil der Ball bei Rapid gelandet ist. Ja, spekulieren wir mal, was im Rückspiel passieren kann. Wie gesagt, 7-mal hat Rapid gegen italienische Clubs gespielt. Schon 55-56 gegen Milan, 1-1 daheim. 2-7 auswärts. Dann legendäres Spiel gegen Milan. 4-1 verloren. Daheim 5-2 gewonnen. Drittes Spiel 4-2 verloren. Dann gegen Fiorentina. 1-3 daheim und 2-6 auswärts. Das war 61-62. Dann gegen Juventus Turin 71-72 verloren. Auch auswärts sehr hoch, 1-4. Gegen Milan dann ganz knapp ausgeschieden, 73-74, 0-0 daheim und 0-2 auswärts. Dann erinnern wir uns noch 90-91, Rapid gegen Inter, 2-1 hier. Dann 1-3 auswärts, in der Verlängerung, in numerischer Unterlegenheit, tapfer gespielt, da hat er die Herzog noch bei Rapid gespielt. Und dann zuletzt Champions League 1-1 gegen Juventus und 0-5 dann auswärts. Naja, man wird sehen, was im Olympiastadion von Rom passiert. Aber jetzt noch einmal Ipua. Wieder zwei Mann um ihn, keiner hilft ihm. Und jetzt gibt es Handspiel von Ipua. Der bleibt liegen, dürfte sich hier verletzt haben am rechten Knie. Legt sich hier auf den Ball. Jetzt brechen gleich die letzten 5 Minuten an. Die Viererkette von Lazio hat also gehalten. Die 4 Mann da hinten, Bancaro, Lopez, Nesta und Favalli, haben gezeigt, dass sie eine geschlossene, gewohnt italienische Abwehrleistung bieten können. Das Mittelfeld mit Almeida, vor allem mit Nedved, sehr, sehr stark. Und solche Stürmer wie Mancini oder Casiraghi, die wünscht man sich halt in jedem Club. Unglaublich, wie effizient und ökonomisch sie bei aller Schnelligkeit und bei aller Laufarbeit gespielt haben. Hier noch einmal die Offside-Stellung. Und Offside wieder von Casiraghi, jetzt klappt es endlich. Alle sind vor Libero Jerkan geblieben, zweimal war das nicht der Fall. Beim 0-2. Und da kommen wir schon langsam zu Rapid. Rapid hat tapfer gekämpft, hat in den ersten 30 Minuten auch sehr gut gespielt. Hat zu Beginn Glück gehabt, dass Raimund Hedel vor Casiraghi retten konnte. Hat dann Pech gehabt mit einem Lattenpendler von Christian Stumpf. Und hat dann eigentlich nach guter mannschaftlicher, geschlossener Leistung durch individuelle Fehler verloren. Jerkan ließ Mancini flanken, Hedel konnte einen Ball nicht fangen, 0-1 durch Casiraghi. Und dann Jerkan aufgerückt, Schöttl hinten geblieben, Mancini und das 0-2, das Hedel in dieser Situation nicht verhindern konnte. Ansonsten
an taktischer Reife Lazio etwas überlegen, auch was das Zweikampfverhalten und die Raumaufteilung betrifft. Exzellent aber das Verhalten von Umschalten der Defensive auf Offensive, vor allem die Überbrückung des Mittelfeldes durch die genauen weiten Passes auf die antrittsschnellen Sturmspitzen, die sich ganz hervorragend immer wieder von ihren Manndeckern lösen konnten. Jetzt gibt es noch einen Wechsel bei den Italienern. Während da Casiraghi geigt. Der Ball jetzt bei Stumpf. Penxa. Ja, vielleicht geht sich noch ein Tor aus, wäre schön. Schlampe gespielt jetzt von Ipur. Favalli. Die Italiener spielen die Partie jetzt ganz trocken herunter. Man sieht bei der Ballannahme lässig, wie der Ball gespielt wird. Überlegen, mit sehr viel Selbstvertrauen. Fehler machen auch nichts, wie dieser hier. Rapid könnte jetzt noch einmal kontern. Foul, die taktischen Fouls gehören auch dazu. Auch das hat Lazio exzellent vorgeführt, wie das gehört immer, dass der Ball dabei ist. Und jetzt mit Nummer 23, Giorgio Venturin. Und Fusser geht aus dem Mittelfeld, Venturin kommt statt ihm ins Spiel. Auch er ein routinierter Spieler. Da lässt man sie jetzt schon Zeit, es geht ja nur noch knapp 2 Minuten. Und Fusser aus dem Match. Es wird jetzt nicht mehr viel anbrennen aus der Sicht von Lazio Rom, der Blau-Weißen. Diesmal hat die gegnerische Clubfarbe Blau-Weiß Rapid kein Glück gebracht, im Gegenteil. Ein bisschen Pech war auch dabei, einige komische Entscheidungen von Schiedsrichter Pereira. Vor allem was die gelb-rote Karte für Oliver Freund betrifft. Auch eine falsche Foulentscheidung bei einem Zweikampf von Christian Stumpf hat dazu geführt, dass die Italiener zum 0:2 gekommen sind, also zu ihrem zweiten Tor. All das muss man ein bisschen in Betracht ziehen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich mit Lazio Rom hier eine ganz exzellente Mannschaft vorgestellt hat, die vielleicht noch nicht die Reife und die ganz große Klasse von Juventus Turin hat, die aber auf dem besten Weg dazu ist, eine ebensolche Klasse-Mannschaft zu werden, wenn man etwas stabiler in den allgemeinen Leistungen wird. Fehler von Penxa. Zingler bessert aus. Wimmer sich brav geschlagen, Herr Routinier, faul an ihm jetzt. Ratajczyk. Naja, fürs Rückspiel wird Bürk nicht zur Verfügung stehen, da er für 2 Spiele gesperrt ist. Dafür kann aber Martin Hieten wieder dabei sein und auch Martin Braun. Das könnte der Abwehr Stabilität und auch dem Mittelfeld Stabilität verleihen. Zumal ja Freund ausfallen wird nach seiner gelb-roten Karte. Und wieder einmal Nedved. Er war der beeindruckendste Spieler neben den beiden Sturmspitzen Mancini und Casiraghi in den Reihen von Lazio. Vor allem was seine Laufarbeit, seine Übersicht und auch seine Effizienz im Abspiel betrifft. Da haben die Funktionäre von Lazio einen guten Fang gemacht, als sie den tschechischen Auswahlspieler nach Rom holten. Beim Rückspiel wird auch Michael Konsel zuschauen. Er hat mir versprochen, dass er zu uns in die Kabine kommen wird, um ein bisschen mitzutun. Um auch aus der Sicht von einem ehemaligen Rapidler dieses Spiel zu beobachten. Die Ausgangssituation für das Rückspiel für Rapid natürlich äußerst schwer. Wenn man sagt, Rapid könnte gegen Lazio noch weiterkommen, wäre das vermessen. Aber man muss versuchen, in Rom ein gutes Spiel zu liefern
gut abzuschneiden, nicht in ein Debakel zu laufen, wie so oft österreichische Mannschaften auswärts in Italien. Und ansonsten kann man eigentlich nur noch auf ein Wunder hoffen. Die Italiener waren, sie gewinnen hier nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung und gutem Spiel 2:0 durch Tore der beiden Sturmspitzen von Casiraghi in der 38. und Mancini in der 62. Minute. Zwei Spieler mit Gelb-Rot, um das zu wiederholen, Freund und gleich darauf auch Mancini. Er wird im Rückspiel fehlen. Vielleicht kommt dann der dreifache italienische Torschützenkönig Signori zum Einsatz. Vielleicht aber auch Alain Boksic, der kroatische Teamspieler. Da hat der italienische Coach, der Schwede Sven-Göran Eriksson, die Qual der Wahl. Er kann aus 11 Teamspielern aus 5 verschiedenen Ländern wählen. Er hat ein Star-Ensemble zur Verfügung. Und möglicherweise, dass sich Rapid in Italien vom Europacup, dem UEFA-Pokal, dem Achtelfinale verabschieden muss. Aber sowas ist immer erst aus, nachdem auch die zweiten 90 Minuten vorbei sind. Schöne versöhnliche Gäste haben wir hier kurz gesehen. Von Samuel Ipua, Favalli und Casiraghi hier. Auch des Shakens dieser beiden, die sich ja aus der Zeit von Ipua in der italienischen Premier League kennen. Für uns ein bisschen traurig, auch aus österreichischer Sicht. Es gehen uns hier wertvolle UEFA-Punkte verloren. Es wäre schön gewesen, hätte Rapid hier gewinnen können. Es war nicht der Fall. Man muss neidlos anerkennen, verloren gegen eine überaus starke Mannschaft. Jetzt ist natürlich auch der letzte Vertreter auf dem Weg zum Aus. Der letzte österreichische Vertreter in einem Europapokal im Frühjahr. Ja, wenn in Rom nicht ein Wunder geschieht, werden wir uns nicht mehr an österreichischer Europakost freuen können, sondern an der internationalen Kost, vor allem in der Champions League, die wir ja nach wie vor für Sie übertragen. Gabriele. Ja, wir haben den Pierluigi Casiraghi vor dem Mikrofon. Pierluigi, uomo dei gol decisivi, come era la partita? Es ist der Mann der entscheidenden Tore, hat das 1:0 geschossen. Was sagt er jetzt zum Spiel? Ah, era difficile perché abbiamo incontrato una squadra molto forte fisicamente, con delle buone individualità, però siamo stati bravi a non solo a difenderci ma a attaccare, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo fatto due gol, abbiamo preso un palo, quindi direi che meglio di così non poteva andare. Casiraghi sagt, macht Komplimente Rapid, er sagt, wir sind auf eine körperlich vor allem sehr starke Mannschaft getroffen, aber wir haben gewusst zu dosieren, sowohl in der Verteidigung als auch für den Angriff was zu tun. Man hat zwei Tore geschossen, er ist rundum zufrieden. Per la partita a casa vostra, nello Stadio Olimpico di Roma, also für das Auswärtsspiel von Rapid, für das Heimspiel von Lazio in Rom, c'è qualche rischio, c'è qualche pericolo ultimo, gibt es da noch eine letzte Gefahr für ihn, für Lazio? Il rischio adesso credo sia soltanto nostro, nel senso che sta solo a noi fare una buona partita, non fare come abbiamo fatto in Coppa Italia, una partita vinta 4-0, al ritorno abbiamo sofferto, quindi credo dipenda solo dalla Lazio. Grazie mille, Pierluigi Casiraghi, in bocca al lupo. Grazie. Casiraghi sagt zum Abschluss, es liegt nur mehr an Lazio, das ist die einzige Gefahr, nicht so zu spielen wie zuletzt im Cup, wo wir 4:0 zuerst auswärts gewonnen haben, dann 0:3 verloren haben und sehr viel gelitten haben. Das Risiko liegt jetzt ausschließlich bei Lazio und damit zurück zu Peter Elsner. Danke dem Manfred Gabrieli, der aus Innsbruck zu uns gekommen ist, der perfekt Italienisch spricht und auch mit Casiraghi, der wirklich ein Meister ist, dieses Interview geliefert hat. Die Lazio-Fans, die hergekommen sind, dürfen sich natürlich freuen. Die Mannschaft auf dem besten Weg in die nächste Runde des UEFA-Pokals. Und ich glaube, der Andi Fellbar hat auch schon einen Gesprächspartner. Ja, bei mir ist Christian Prosenig. Christian, worin lag diese immense Stärke von Lazio Rom? Ja, es ist eindeutig eine Spitzenmannschaft in Europa. Aber im Grunde, erste Halbzeit haben wir recht gut mitgespielt. Dann haben wir ein dummes Tor bekommen und dann ist sehr viel zusammengebrochen. Wir haben nie so richtig ins Spiel reingefunden. Zweite Halbzeit dann mit der roten Karte war es sehr schwer. Gut, eben noch einen Ausschluss gehabt, aber im Grunde muss man sagen, das 2:0 geht in Ordnung. Stichwort dummes Tor, wie hat man den Raimund Hedl in der Halbzeit aufgebaut? Wir brauchen ihn nicht aufbauen, er hat uns schon so oft ein Spiel gerettet, also sowas kann passieren, das ist kein Problem für uns. Das Rückspiel in Rom in 2 Wochen, ist das nur noch Formsache oder was wird der Rapid, was wird da die Mannschaft versuchen, vielleicht auch das Unmögliche noch möglich zu schaffen? Ja, versuchen werden wir es auf alle Fälle, aber es wird natürlich sehr schwer. Und bei mir im Studio ist Raimund Hedl, der Pechvogel dieses Spiels. Raimund, aus deiner Sicht dieses Spiel, kurz einmal Resümee.
ja, ich glaube, man hat den Unterschied gesehen zwischen einer italienischen und österreichischen Mannschaft, aber mit ein bisschen Glück, beziehungsweise mit weniger Pech, wenn der Latenschuss reingeht, wenn der Schiedsrichter dann Elfer gibt, solche Elfer hat es schon gegeben, steht 2-0 für uns, aber über 90 Minuten gesehen war der Sieg von den Italienern verdient. Wir werden uns dann das 1:0 sicher noch einmal anschauen. Dort, dass Sie sich nicht gerne anschauen, nehme ich an. Man muss aber anerkennen, eine Mannschaft, die also von der Raumaufteilung einfach eine Klasse für sich ist. Ja, also und vom Tempowechsel her. Ja, vom taktischen System. Sie haben uns nie Zeit lassen, einen Ball anzunehmen. Ja, das hat so ausgesehen, als hätten Sie den Ball gereinigt. Ich habe ihn schon gehabt, irgendwie erst. Ja. Ich weiß nicht, warum man nicht rausgekommen ist. Normalerweise würde ich sagen, bei einem jungen Spieler verständlich, ein so großes Spiel, man ist extrem nervös, da passieren einfach solche Fehler. Aber Sie haben am Anfang einen unheimlich souveränen Eindruck gemacht, gleich 2, 3 schwierige Bälle ganz sicher gehalten. Also an der Nervosität, glaube ich, ist es nicht gelegen. Nein, also an der Nervosität und junger Spieler hin und her, wenn ich spiele, muss ich genauso mit dem Mann stehen, ob ich jung oder alt bin, ob ich verletzt bin oder nicht. Wenn ich am Spielfeld bin, bin ich fit und ich glaube, mit Nervosität hat das auch nichts zu tun gehabt. Aber gut, beim Tormann, er macht einen Fehler und das ist halt das Tor. Aber gut, das darf er nicht machen. Ja. 89 gute Minuten helfen dann gar nichts mehr. Aber gut, das ist das Los vom Tormann, das weiß ich. Und trotzdem lässt es uns passieren. Wir haben schon in der Pause gesagt, war dennoch auch sehr schwer, diesen Treffer noch zu erzielen. Aber das macht ihm die Klasse eine Stimme aus, dass er so eine Chance nützt. Eine halbe Chance nutzt er sofort. Mittlerweile auch bei uns im Studio der Ernst Dokupil. Ja, Enttäuschung groß. Ja, wir wussten vor dem Spiel, dass eigentlich alles stimmen müsste. Das heißt, es müsste auch der Spielverlauf für uns passen und das war es absolut nicht. Noch dazu haben wir die Tore aus Eigenfehlern gemacht und bekommen. Und das hat schon auf die Moral gedrückt, vor allem das erste, wo das passiert ist. Aber es hat schon einen Knacks durch die Mannschaft gegeben und es war so. Wenn wir das Glück gehabt hätten, den Lattenpendler, wenn der ein Tor gewesen wäre, wäre es interessant geworden. Das hat auch Peter Elstner gesagt, das Glück, dass Rapid vielleicht in den letzten Europacup-Spielen oft zur Seite geschaut ist, das hat heute Rapid leider verlassen. Wir schauen uns die Höhepunkte der zweiten Spielhälfte an und beginnen mit einem Ausschluss, Oliver Freund. Also unter einem Ausschluss tut es ja Rapid eigentlich überhaupt nicht mehr im Europacup, Ernst Dokupil. Naja, der Ausschluss, muss ich sagen, der war hart. Sehr hart. So von absichtlichen Ball runterfangen oder so etwas war überhaupt nicht die Rede. Der hat die Hand oben gehabt, das stimmt schon. Aber das zweite Mal gelb zu zeigen und vielleicht hat er es nicht gewusst, dass er schon die gelbe Karte hatte. Da sehen wir es. Ja. Ball zur Hand oder Hand zum Ball, das ist die Frage. Ja, aber die Schiedsrichter-Fehlentscheidungen gegen uns, die sind wir auch schon gewohnt, die gibt es in Serie. Ja. Ja, vor allem in der zweiten Spielhälfte hat er doch einige seltsame Entscheidungen getroffen, ja, so muss man ganz offen sagen. Ich muss sagen, rapidfreundlich war er nicht gerade. Aber ganz offen muss man sagen, am Schiedsrichter lag es nicht. Nein, sicher nicht. Die Klasse hat man schon gesehen, vor allem die zwei Stürmer. Unsere Abwehrspieler hatten alle Hände voll zu tun, sie nur unter Kontrolle zu halten. Abmelden konnten wir sie eigentlich nie. Herr Sokopi, wir werden noch nachher kurz weiter plaudern. Ich höre gerade, der Andi Felber hat einen Gesprächspartner vor dem Mikrofon. Herr Christian Stumpf, der Ernst Dokupil hat das fehlende Glück angesprochen. Was wäre gewesen, wenn der Ball nicht an die Stange gegangen wäre? Was hätte das für den Spielverlauf bedeutet? Gut, ich meine, zu Nachhinein nicht so leicht zu sagen, aber wie gesagt, also es war eine sehr, sehr riesen Chance und normalerweise mache ich so einen Ball rein, aber wie gesagt, ein bisschen zu hoch geschossen und der Ball ist leider auf die Latte gegangen und nicht hinein. Wie schwierig war es für Sie als Stürmer heute, sich in diese italienischen Abwehrreihen durchzusetzen? Ja, man weiß, also war es überhaupt eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich meine, aber ich trotzdem sagen muss, ich glaube, erste Halbzeit ist gar nicht so schlecht gegangen. Vor allem durch den Kopfball haben wir einige erwischt gehabt. Und wie gesagt, also mir tut es leid, dass ich in den Ball nicht reingehauen habe, aber jetzt kann man nichts mehr ändern. Sie haben, sage ich mal, vis-à-vis vom Sammy Ibur gespielt, hat wieder ein paar unnötige Aktionen gemacht. Kann man das aus ihm nicht heraustreiben? Ja gut, ich meine, die italienischen Verteidiger sind auch nicht die Feinsten. Sie arbeiten auch mit allen Mitteln und da muss man sich den Stürmer auch ein bisschen wehren. Danke Christian und zurück zum anderen Christian, zu Christian Neheber. Ja, aber gleich wieder zurück zum ersten Christian. Der Christian Stumpf spielt jetzt die Hauptrolle in der nächsten Szene, die wir einspielen. Ein Foul an ihm, das nicht gegeben wurde. Na, viel mehr ist passiert. Es wurde Freistoß für die Römer gegeben. Ernst Dokupil.
Ja, das ist eine von den komischen Entscheidungen, die der Schiedsrichter getroffen hat. Vor allem eine komische Entscheidung mit Folgen. Ja, so ist es. Kaum eine Minute später ist es 2:0 gestanden. Wir werden es gleich sehen. Und dann noch einmal das Foul des Römers. Und so kam es dann zu dieser Aktion, die zum 2:0 geführt hat. Was die taktischen Anweisungen betrifft, hat die Mannschaft mehr oder weniger das eingehalten, was sie sich vorgestellt haben. Ja, das ist so. Wir haben taktisch eigentlich recht klug gespielt, haben den Gegner schnell wieder aufgerissen, so weit wie möglich unter Kontrolle gehabt. Das war natürlich ein schwerer taktischer Fehler von Peter Schöttl und von Nico Erkan. Einer spielt auf Abseits. Schöttl hebt das Abseit auf und gegen diese Klasse, Leute, sind solche Chancen natürlich Wahnsinn. Aber Raimund, wieder unglaubliches Pech eigentlich, sie waren fast dran am Ball. Ja. Pech oder nicht Pech, da war es, also das ist tja. Ein bisschen mehr Glück, jetzt schießt er halb rechts. Beim Schießen. Ein bisschen mehr Glück schießt er halb rechts und nicht halb links und dann hat man und so geht er hinein. Das ist los. Wie haben Sie sich denn noch motiviert für die zweite Spielhälfte nach diesem Fehler? Weil da geht doch natürlich die Psyche ein bisschen runter. Ja, Motivation kann man nicht sagen, dass die fehlt. Also wenn man einen Fehler macht, ist man gewillt, dass man den Fehler ausbessert. Beziehungsweise man kann man den Fehler nicht ausbessern, aber versucht der Mannschaft weiter zu helfen und keine weiteren Fehler zu machen. Sie sehen noch einmal, unser Regisseur ist grausam zu Ihnen, spielt noch einmal das Tor ein aus einer anderen Sicht. Aber Kasirangi blitzschnell das erkannt, die Situation, und zum 1:0 eingeschossen. Ja, dann haben wir das 2:0 in der 62. Minute gesehen. Und eine Minute später gab es dann noch eine gelb-rote Karte, diesmal für Mancini. Ich glaube, keine Diskussion. In diesem Fall hat zuvor gelb gesehen. Gelb-rot, die richtige Entscheidung. Oder? Sind sich näher rein? Ja. Ernst Dokubil, was kann man jetzt fürs Rückspiel eigentlich noch aus Sicht von Grün-Weiß erwarten? Ja, jetzt ist so, im Grunde sind wir ausgeschieden. Jetzt kann alles nur mehr sensationell werden beim Rückspiel. Und wir wollen uns dort so gut wie möglich verkaufen. Wir wollen schauen, dass wir vielleicht das Spielglück jetzt in Rom haben. Und so gehen wir in das Spiel und man kann eigentlich nur mehr gewinnen. Wir hoffen, dass sich Rapid gut verkauft und noch ein bisschen Werbung für den österreichischen Fußball macht. Es ist trotzdem ein wirklich ganz starker Gegner, vielleicht der stärkste, den man überhaupt ziehen konnte im Achtelfinale. Danke fürs Kommen und alles Gute für das Rückspiel schon jetzt. Ich verweise auf die nächsten Fußballsendungen morgen um 20.15 Uhr. Großer Champions League Tag, übermorgen Donnerstag ebenso. Also Fußball gibt es in dieser Woche genug. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und verabschiede mich im Namen des gesamten Teams mit den Highlights dieses Spiels.